Willkommen zurück. Wir machen uns weiterhin auf den guten alten Captain Grease zu finden. Ich bin noch ein wenig erkältet, aber auf jeden Fall schon mal deutlich besser als bei den letzten beiden Malen. Und ich nehme mal an, upsala, den habe ich gar nicht kommen sehen, dass es vernünftig funktionieren wird. So, hier können wir nur aufwerten, ne? Wir bekommen hier nichts. Okay, gut. Da unten haben wir was. Ist halt nur die Frage, wie kommen wir wieder hoch? Aber über die Brücke gehen wir gleich. Vielleicht sollten wir mit dem Prospektieren anfangen, was BD? Ah, okay, da kommen wir also rüber. Aber diese Wand sieht hier sehr interessant aus. Ja, kriegen wir mit unserer Macht noch nicht platt. Vielleicht brauchen wir ein Update, vielleicht brauchen wir irgendeine besondere Fähigkeit. Müssen wir, glaube ich, später nochmal wiederkommen. So, und du Vieh wolltest mich hier auch wieder umhauen. Komm schon, BD. Ah, okay, Samen entdeckt, sehr schön. Dann können wir vielleicht die guten alten Pflanzen wieder in unserem Raumschiff anbauen. Oh, ich hoffe, sie sind okay. Wer seid ihr? Ist in Ordnung, wir sind Freunde. Was ist passiert? Wir wurden von den Raidern überfallen und ich bin geflohen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Was machen die Raider hier? Dasselbe wie immer. Sie terrorisieren und bestehlen Leute wie uns, die versuchen, auf diesem Felsen zu überleben. Sie haben an der alten Grabungsstätte rumgeschnüffelt. Hoffentlich werden sie von den Rollerminen in Stücke gesprengt. Ja, und hoffentlich jagen sie uns nicht in die Luft. Hier ist es für dich zu gefährlich. Du solltest gehen. Das werde ich, sobald ich weiß, dass der Weg sicher ist. Ja, heißt das jetzt für uns, wir sollen den Weg sicher machen? Bestimmt, ne? Der Lift ist nicht hier. Gut, da kommen wir also nicht hoch. Vielleicht dort durch das Loch, aber das kriegen wir auch nicht kaputt. Was ist damit? Nee, da passiert nichts. Na gut. Ja, schon wieder das Vieh. Also das Doppellichtschwert gefällt mir richtig gut. Macht auch ordentlich Laune, damit unterwegs zu sein. Die Plattform ist wohl nicht hier. Ah, shit. Finde ich auch besser als die beiden Lichtschwerter. Beziehungsweise das hier sieht schon deutlich cooler aus. Aber, na, macht weniger Schaden. Und das ist eher mein Problem. Was ich mit den Schwertern habe. So, was haben wir hier? Neue Metalle, also neue Farbgebung, okay. Ja, hier ist schon wieder dieser merkwürdige Stein. Aber wir kriegen den erstmal nicht kaputt, schade. Ja, hier auch nicht. Nee. Oder ich mache irgendwas falsch. Kann natürlich auch sein. Na, scan mal. Also gut. Lass sehen. Hey, BD1. Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, hier irgendwie hochzuklettern. Ja, dann müssen wir dann die Wand kaputt machen. Mal schauen, steht hier? Nee.
Da steht nichts. Gut. Dann machen wir einmal das hier. Bitte lass mich gehen. Wir schürfen nie wieder in der Schlucht. Hast du das gehört? Das wirst du es. Gib Meldung. Wieder eine erledigt. Das ist nicht nett, was ihr hier macht. Zack, einmal durchgesäbelt, wunderbar. Und wieder ein paar Riders down. So, da hinten könnte man theoretisch auch noch lang. Da müssen wir wahrscheinlich auch später lang. Aber erstmal können wir hier hin. Und weg mit dir. Das kann unser guter Druide scannen. Wunderbar. Oh, das war das Ding. Okay. Du, ich bin nur ein Eindringling. Knallt ihn ab. Oh, keine so netten Menschen hier. Na, komm her. So, weg ist er. Kommando-Droide, die habe ich nicht vermisst. Das war's? Ich habe irgendwie gedacht, dass es zwei wären. Gut gemacht. Na, komm schon, hoch mit dir. Das wollte ich auch gerade sagen. Was haben wir denn hier? Schon okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Okay, da müssen wir BD wahrscheinlich erst noch mal ein bisschen tunen. Gut, und was ist das? Da kommen wir natürlich nicht dran. Was machst du hier unten? Ja, genau. Ich nehme an, du bist hier, um die Gegend zu erkunden, was? Auf der Suche nach Schätzen oder Ruhm. Du hast Glück. Vielleicht befindet sich direkt vor dir etwas Wertvolles. Mit wem reden wir denn da? Mehr Priorit. Ah, okay, das war der Dude, der vielleicht hinter der Stadt ist. Warum sollten wir dir vertrauen? Es ist Zeitverschwendung, mir zu misstrauen, wenn es hier, genau hier, ungeahnte Schätze zu holen gibt. Das sieht aus, als wolltest du diesen Schatz gar nicht. Na, kannst du nicht einfach die Tür öffnen? Na gut, dann halt nicht. Alle Dialoge durch, also weg hier. Wow, okay, wo kam der denn jetzt her? Ja, und zweimal durchgesäbelt, wunderbar. Kann er das hacken? Ja. Hey, was hast du gefunden? Du willst draufdrücken, stimmt's? Ah, okay. Suchen wir einen Weg raus aus dieser Teergrube. So, jetzt können wir eventuell das ein oder andere hier klar machen.
bis da hinten hin wird schwierig, oder? Na gut. Später können wir Spielchen machen. Also, hier oben sind wir durch. Das Tor ist noch dicht. Ah, können wir dort eventuell... Wir müssen diesen Teer überwinden. BD, bringt dieser Damm dich vielleicht auf irgendeine Idee? Wenn wir den Damm sprengen könnten, würde der Teerspiegel ansteigen. Genau, und dafür haben wir ja hier diese Bombe. Das ist halt nur das Problem. Ah, okay. Gut, das ist die Lösung für meine Probleme. Dafür muss ich aber auch ein bisschen besser zielen. Aber bevor wir das Ding da kaputt machen... Shit. Gut, dann werde ich hier wahrscheinlich das Ding liegen lassen, über die Wand laufen und dann zu mir rüberziehen. Na, komm schon. War das zu früh? Na, komm schon. Ja, das Ding ist jetzt kaputt. Wunderbar. Na, komm schon. Gut. Dann halt den. Upsala. Aber der ist so gut wie down. Ja. Enger Gang. Nicht gesehen, dass er geschmettert hat. Ah, ne, klettern. Okay, ich dachte, wir könnten ihn scannen. Deswegen haben wir hier noch mal ein bisschen Schaden kassiert. Na? Weg ist das Vieh? Hast du was, Kumpel? Ja, erstmal scannen. Okay, da haben sie die Möglichkeit genutzt und mich angegriffen. Dafür sind sie jetzt down. Ja, da kommt Druiden nicht durch, ne? Und da hinten kommen wir aktuell noch nicht durch. Maximale Macht erhöht, okay. Das nehmen wir doch gerne mit.
Und der NPC, der vorhin hier stand, wo ich dachte, dass wir eine Nebenquest haben, ist weg. Also keine Nebenquest. Gut, dann greifen wir uns hier mal eben der Gerät. Na, komm mit. Und so ist es richtig. Das sollte reichen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Gleich sind wir da. Ja. Das Zeug kommt überall hin. Gut. Ich... Ah, nee, das Ding wird wahrscheinlich jetzt von dem Schlamm bedeckt sein, wo wir uns vorhin langgezogen haben. So, was haben wir hier? Ja, immer noch nicht toll. Na, da können wir uns zumindest hochziehen. Hier können wir ein bisschen looten. Da scheint erstmal nichts zu sein. Es zieht mich runter. Mal sehen, was hier drüben ist. Da hinten könnte eventuell auch etwas sein. Nee, doch nicht. Glaube ich zumindest nicht. Was haben wir jetzt hier? Oh Gott, das will ein Fokuhila. Da oben scheint irgendwo auch noch eine Platte zu sein. Jedenfalls sah das so aus auf der Map. Können wir gleich mal von da oben kontrollieren. Na, komm schon. Jo, sehr schön, das hat gut funktioniert. Ja, aber hier kommen wir jetzt nicht weiter, ne? Ja, nee, da kommen wir nicht weiter. Aber ein Versuch war's wert. Ist das Ding nicht irgendwie das Zuhause von dem Grease gewesen? Hatte ich irgendwie so mitbekommen. Nee, da können wir erstmal noch nichts machen. Also beim ersten Teil habe ich es auch nicht so gehandhabt, dass ich nochmal an die Orte zurückgegangen bin. Hat auch so einigermaßen funktioniert. Wobei Vader dann zum Schluss doch schon ziemlich stark war. Oh, der ist down. Wunderbar. Mal schauen, wie es dann hier sein wird. Ja,
So, hoch mit dir. Zack. Oh. Na, komm schon. Ja, abgesehen von der dicken Rakete kann man das aber auch wunderbar mit ja, Gegenangriffen mit Blocken parieren machen. Ja, da auf der Seite werden wir keinen Blumentopf gewinnen. Dann machen wir das doch mal so. Das scheint funktioniert zu haben. BD-1-Kopf sieht interessant aus. Nee, das war der falsche Spot. Shit. Was ist das denn? So, jetzt aber. Ist das eine Katze? Ihr seid weit weg von Bogano. Ob ich das auch kann, BD? Ja, schade. Ich dachte, wir können die Kätzchen auf... Ja, aufschlitzen ist auch falsch. Zerteilen. Neues Gebiet und vor allen Dingen auch neue Fähigkeiten. Ah, Schnellreise haben wir jetzt auch freigeschaltet. Sehr schön. Weiß ich gar nicht. Hatten wir das letzte Mal? Ein Fähigkeitspunkt. Punkt, okay. Gehen wir mal hier in die zwei Schwerter. Nee, dafür brauchen wir zwei Punkte dafür einen. Ja, vielleicht werden dann die zwei Schwerter auch ein bisschen knackiger. Okay. Das war jetzt, glaube ich, auch der Move, mit dem wir dann die Schwester, die neunte Schwester platt gemacht haben. Ist da unten etwas? Nee, ne? Nee, scheint nicht. Dann gehen wir das Risiko auch mal lieber nicht ein. What? Wäre fast in die Hose gegangen. Na, könnt ihr mich nicht einfach zu Grease bringen? Kennen wir uns nicht? Kein schlechter Tapetenwechsel. Grease müsste hier irgendwo wohnen. Sieh dir das an. Netter Ausblick, oder? Ist dein Schiff in der Baggerschlucht abgestürzt? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und die Bedlam Raider schon getroffen? Direkt nach der Landung griffen sie an. Schön, dass es dir gut geht. Was hat euch hierher verschlagen? Einen alten Freund besuchen. Grease Striders? Grease? Na klar kenne ich den. Mir gehört der Stall im Dorf. Ich bin übrigens Mosey. Ich bin Cal. Das ist BD-1. Du bist ja ein süßer Droide. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Finde ich auch. Schau, ab hier ist der Weg frei. Es sollte keinen Ärger geben. Außer du suchst danach. Ach, und wenn du da bist, grüßt Oma Dendra. Sie steht nicht so auf Reisende. Ah, verstehe schon.
Danke für den Tipp, Mosey. Kein Ding. Gut, dann düsen wir mal direkt weiter. Sie hat hier gesagt, ab hier sollte nichts mehr passieren. Bekommen wir da vielleicht ein Reittier? Ja, Vollbart, okay. Wir haben hier aber noch zwei Spots, die wir angehen können. Na, komm her. Upsala. Angriff ist die beste Verteidigung. Oh, HP war ziemlich gering. Einmal weg mit dir. Wunderschön. Also die Angriffe mit dem Doppelschwert sehen schon ziemlich geil aus. Ja, da müssen wir einmal zur Seite und hier hoch. Interessant. Was haben wir hier? Okay, die waren jetzt nicht allzu heftig. Und das hier soll... Ups! Meine Belohnung sein. Ich habe schon gesehen, dass der ankommt, aber zu spät reagiert. Oh, neue Kashyyyk-Lackierung, neue Farbpalette, okay. Na, war das der Bereich? Ne, hier sind wir genau lang gesprungen. Da sind wir nach rechts. Also können wir hier geradeaus weiter. Na, komm schon. Saugeil. Cooler Move. Und alle down. Sehr schön. Sehen wir es uns an. Wunderbar, einfach mal schön alles durchgescannt. Das ist auch geil, dass wir hier mit unserem Schwert alles niedersäbeln können. Ja, hatten wir da noch was? Nee, ne? Klingt fast so, als wenn da irgendwo ein Druide wäre. Ich wollte aber noch mal eben mit der Dame sprechen. Vielleicht gibt sie uns ja ein Reittier. Aber sie ist natürlich schon weg. Nice. Etwas größeres Areal. Aber das Ziel ist voraus. Aha.
jetzt aber auch nicht so nett, hier einfach einzubrechen. Schön. Gut, dann hauen wir mal schnell ab. Sehr schön, er kann auch nach hinten blocken. Das ist gut. Komm schon, du blödes Vieh. Beweg dich! Du kommst gerade aus der Baggerschlucht? Und lebst noch, hä? Die Leute hier werden nicht sonderlich alt. Schon gar nicht, wenn sie in dem Gebiet der Raiders herumschnüffeln. Nicht ganz das Empfangskomitee, das ich erwartet hatte. Klingt, als könntest du einen Drink vertragen. Monk, misch dir im Paluns was Feines. Danke für den Tipp. Ja, gut. Wirklich nett zu seinem Reittier ist er nicht. Auch wenn das Reittier jetzt nicht das hübscheste ist. Aber gut. Lass uns hier eine Pause machen. Das werden wir. Einmal kurz ausruhen. Werkbank brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen einmal den Grease finden. Irgendwas von Kantina, hatte er gesagt. Ist lange her. Vielleicht weiß er, wo die anderen sind. Sia war in der Vergangenheit gefangen. Marin ging auf Wanderschaft. Alte Geschichten. Könnte das das sein? Nein. Dann schauen wir mal. Ja, Hauptziel. Aber das wird uns hier nirgends angezeigt, oder? Nein. Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Das war doch alles so ein Missverständnis. Hey. Lass ihn los. Das wird nicht gehen. Dieses Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lange gesucht haben. Aber natürlich ist er gefälscht! Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Ich glaube dir. Doch solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Genug. Geht einfach. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen tot sein sollte. Alles klar. Ein Kampf. Du kannst mich nicht treffen. Abgewehrt. Komm schon, fang mich. Natürlich kann ich dich treffen. Ich bin zu schnell. Du bist fast tot, Junge. Was erzählst du hier? Na, willst du mich angreifen? Beeindruckend. Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Oh, welch Vergnügen. Nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen.
Edler Jedi-Ritter, wenn Sie Ihr Schwert zügeln, ziehe ich friedlich von dannen. Ich hätte es nicht gemacht. Lass gut sein, Turbel. Turbel, komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Jedi? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ach, ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Turbel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis. Kerl. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Danke. Die Betonung von Kerl war ziemlich nice. Und der Boss, Zeig, das war kein richtiger Boss. Also wir haben teilweise mit normalen Gegnern größere Probleme gehabt als mit dem Dude. Nichts, danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Au! Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, BD? Ah. Moment. Oh, Kerl. Kerl, lass dich drücken, du Sohn eines Boglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich ansehen. Oh, du siehst furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grease. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Oh, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Skyro de Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Mann. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Komm sofort! Willkommen in Pylon Saloon! Die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird's ihm nicht gerecht. Hier, was zum Runterspülen! Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nachdem, nun, naja... Er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen, von den Bedlam Raiders. Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh, wir waren auf Coruscant. Infos für Sorgerera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Marin ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab's hier gemeint, Kleiner. Nein. Ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen, Projekt. Hey, Kerl. Wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. In Ordnung. Danke, Grace.
So, was hat er da vorbereitet? Da bin ich etwas neugierig. Die Bühne hat schon bessere Tage gesehen. Na, sieht doch ranzig aus. Das kann nicht erlaubt sein. Nicht mal hier am Rande der Zivilisation. Okay, durchquetschen können wir uns nicht. Das ist die Küche. Der Keller muss da drüben sein. Auch die Küche sieht etwas ranzig aus. Das könnte auch irgendwie küchenmäßig was sein. Ja, das sieht alles ranzig aus. Grease hatte schon immer einen grünen Daumen. Wusstest du, dass er mit seinen Pflanzen redet? Ein Doppelbett, okay. Gut, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, dass er sich direkt hinlegt und schläft. Du redest immer noch im Schlaf, hm? Tja, manches ändert sich nie. Du Spinner. Haarknäuel. Danke, dass ich mich hier ausruhen darf. Klar doch. Warum habe ich wohl all die Jahre deine Sachen aufbewahrt? Ich habe gehofft, dass du mal vorbeikommst und ein Päuschen machst. Es gibt immer Ärger, wenn ich irgendwo zu lange bleibe. Du hast gesagt, hier liegt irgendwo ein Ersatzgyro rum. Wir haben noch viel Zeit, um die Mantis zu reparieren, aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden. Mir geht's gut. Je früher wir wegkommen, desto besser. Und dann willst du vielleicht mit Sorgerera Unruhe stiften? Womöglich. Ja, wenigstens einer muss doch kämpfen. Witzig, genau dasselbe hast du damals auch gesagt, als wir uns getrennt haben. Ja, weil ich... Hör zu. Ihr hattet eure Gründe zu gehen, aber für mich ist Aufgeben keine Option. Ich muss weiterkämpfen. Und wohin hat dich das geführt, Kerl? Ich wünschte, es wäre anders, aber du verlierst immer mehr Leute und du hast selbst gesagt, dass das Imperium jeden Tag stärker wird. Womöglich wird es Zeit, dass du mehr bist als nur dein Lichtschwert, mein Junge. Denk mal an dich selbst, lass dich nieder, finde ein Zuhause. Ein Zuhause, Grease? Es gibt kein Zurück. Der Orden ist weg, wie auch mein Lehrer. Ich habe alles verloren. Sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein? Ich kann doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich weiß, du hattest es wirklich nicht leicht, aber Kerl, vertrau mir. Denn ich hab's erst auf die harte Tour gelernt. Wisse, wann du bei einem gezinkten Spiel aufhören solltest. Sonst wirst du irgendwann etwas verlieren, das du nie wieder ersetzen kannst. Na schön. Komm, ich will dir was zeigen. Das ist ein Schmugglertunnel. Komm zusammen mit der Kantina. Geh und sieh dich um. Ich habe da unten ein paar Ersatzteile. Ich wette, dort wirst du alles finden, was du brauchst, um die Mantis wieder flott zu machen. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Kerl, darf ich dir eine Sache sagen? Es tut wirklich gut, dich wiederzusehen. Ja, dich auch. Grease. Ich denk drüber nach. Hey, pass auf, wo du da unten hintrittst, ja? Ich habe ein kleines Problem mit Ungeziefer. Super, jetzt müssen wir da noch ein paar Ratten umnieten, oder wie? Was macht C.S. Halexet hier? Ich weiß nicht. Nachdem wir uns getrennt hatten, habe ich alles ausgepackt und da war es. Vielleicht hat sie gehofft, du lernst darauf zu spielen. Ah, nein, danke. Mein altes Schrottsammler-Outfit.
Warum hat Grace es aufgehoben? Ah, okay. Unheimlich. Bisschen Nostalgiefaktor. Wir holen uns einfach nur den Schnellreisespot. Alte Schmugglerstollen, ha? Grease hatte immer ein paar Geheimnisse im Ärmel. Irgendein Kopf war da doch eben zu sehen. Sehen wir uns das scan mal. Eventuell bekommen wir noch ein Level zusammen, ohne zu kämpfen. Ach, das sind hier diese... Gut, da kommen wir nicht durch. Haben die Grease so erschreckt? Ja, ein bisschen Ungeziefer hier vertreiben. Und den guten Säbel mal ein bisschen durch die Gegend schleudern. Was haben wir hier? Mehr Macht oder mehr HP? Ja, Fähigkeitspunkte erhalten, sehr schön. Das nehmen wir doch auch gerne. Oh Mann, hier ist aber viel Ungeziefer. Einmal hier rüber. Sei hier vorsichtig, Kumpel. Die Stollen wurden schon sehr lange nicht benutzt. Verstaubt und verlassen. Noch mehr Schrott, was? Na, wie können wir diese Barriere jetzt platt machen? Gar nicht, oder wie? Ja, ich hab Bock, da unten hin zu jumpen und mich dann da festzuhalten. Aber, oh, den müssen wir noch mal schnell platt machen. Ein bisschen EP sammeln. Aber ich glaube, wir düsen... Upsala. Erstmal hier hin. Geht nicht auf. Ja, funktioniert natürlich nicht. Gut. Dann halt dahin, wo ich eh hin wollte. Upsala. Nochmal. Was ist das? Sondern springen, hä? Je schneller wir bei Grace sind, desto... Das sollten wir uns ansehen. Oha, was hat uns unser kleiner Druide hier eingebrockt? Da ist erstmal nix. Nee, da können wir uns auch nicht hochziehen. Na gut, Schnellreisespot ist gesichert, aber... Oh, stimmt, wir können nochmal Fähigkeiten rausballern. Wobei, ich glaube, das machen wir noch nicht, denn wir haben fast 2 Punkte und die könnten wir dann lieber investieren für mehr HP, mehr Mana oder vielleicht auch das Doppelschwert. Erinnert
erinnert mich fast an das Übungsgelände der Jedi. Aber es fühlt sich anders an. Älter. Ja, die Jedi haben das natürlich geklaut. Katze der Galaxis. Oh, 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 oh. Shit, was war das? Sieht aus wie eine Datendisk. Keine Ahnung, was das war, aber durch diesen Fail haben wir eine Datendisk bekommen, okay. Ah, shit, schon wieder. Nein, ich will da doch gar nicht hin. So, jetzt. Mann, 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 Mann. Das war aber auch eine schwere Geburt. Bekommen wir jetzt hier eventuell den Hauptgrund für die Story geliefert? Hier unten gibt es immer noch Strom. Vielleicht funktioniert hier noch mehr. Okay. Denkst du, die hält uns aus? Was geht hier ab? Vorsicht, BD. Der echte Schlüssel. Ich kam so schnell wie möglich, Meisterin Kree. Tut mir leid, aber es muss sein. Wird mein Gedächtnis komplett gelöscht? Nein. Nur das, was der Rat verlangt hat. Dann werde ich mich wenigstens an Sie erinnern. Ich bin bereit. Wie lautet dein Name, Droide? ZNA4 natürlich. Wie kann ich dem Orden dienen? Sie. Sag mir, wie ich durch den Kobo-Abyss komme. Diese Information befindet sich nicht in meinen Speicherbänken. Meisterin Kree? Ihr wisst, dass die Republik eine komplette Evakuierung angeordnet hat. Ich weiß. Darum habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich, See. Hier für dich. Ein Stimmer? Oh, ein sehr gutes Modell. Meine Güte! Benutze ihn, um die Waldanlage zu öffnen. Reise unterirdisch, halte für niemanden an. Das ist ein Befehl, See. Komme ich nicht mit Ihnen? Nein. Der Schlüssel nach Tanelor ist in dieser Anlage. Du musst dich beeilen. Ich fürchte, sonst ist alles verloren. Möge die Macht mit dir sein. Dieser Droide ist seit Jahrhunderten hier. Guten Tag! Oder ist es Nacht? Etwas stimmt hier gar nicht. Ist dein Name Sie? Ja, das stimmt. Aber woher? Oh, nein! Ich stecke fest! Ich bin hier seit... Wie viel Zeit ist vergangen? Ich bin Cal. Das ist BD. Wir werden dir helfen. Freut mich, Sie beide kennenzulernen. Ich würde Hilfe sehr zu schätzen wissen.
können wir hier nicht einfach die Kabel durchsäbeln? Das wäre am einfachsten. Aber interessant auch, dass wir hier die Erde der High Republic haben. Nicht wirklich Sie. Ja, ich bin ein Jedi. Aber ihr tragt nicht einmal die üblichen Roben. Ich trage lieber einen Poncho. So, was haben wir da? Und das können wir da einsetzen. Okay, das kennen wir auch aus anderen Jedi-Tempeln. Glaube ich. Wer weiß das schon nach so vielen inaktiven Jahren? Bei diesen Droiden ist mehr als eine Schraube locker. Was war das? Ich hab gesagt, durchhalten Sie. Upsala. So, dann machen wir das halt nochmal so. Weil da rechts haben wir ja zwei Slots. Den einen packen wir hier rein. Und den anderen halt in den anderen Slot. Gleich bist du frei, Sie. Lasst euch Zeit. Ich sitze hier erst seit einer Weile fest. Ich habe eure Namen nicht in meinen Datenbanken. Wann habt ihr die Prüfungen abgelegt? Hab ich nie. Ich wurde bei einer Mission zum Ritter. Und was war der Grund für diesen eklatanten Verstoß gegen das Protokoll? Lange Geschichte. Ja, ohne Scheiß. Wenn es keinen Jedi-Meister gibt, wer kann ihn zu einem Jedi-Ritter gemacht haben? War das die Dame, die sich den Jedi abgewandt hat? Das ist aber auch nicht so konform, glaube ich. Prüfungen hin oder her! Sie haben es geschafft! Kommen Sie zu mir! Ich möchte Ihnen von Angesicht zu Angesicht danken! Ah, okay, hat funktioniert. Sehr schön. Mal sehen. Nun, ich muss zugeben, ich benötige eine Reparatur. Also sieh, was ist Tenalor? Ein Planet, versteckt in dem Kobo-Abyss. Dort steht ein Jedi-Tempel. Eine Bastion des Lichts des Ordens, an der Grenze der Galaxis. Zumindest hoffte meine Meisterin, dass Tenalor das werden würde. Das reicht erstmal. Wir müssen hier nur irgendwie weg. Nun, dabei kann ich helfen. Ist er das? Oder das? Nein. Oh! Ja, das ist der Weg. Mir nach! Jetzt sehe ich, wo wir sind. In einer Meditationskammer. Meisterin Kree hat sie benutzt, um Jedi auszubilden. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nur nicht mehr... Oh, sehr schön. Meisterin Kree hatte einen brillanten Verstand. Mehr HP oder Macht? Kann ich nicht behaupten. Egal, aber ich denke, sie hätte euch gemocht. Widerstandskraft, okay, gut. Bonis hinzufügen. Ja, werden wir machen. Wir brauchen jetzt erstmal wieder einen Safe Spot. Denn die Zeit ist schon wieder abgelaufen, aber eigentlich habe ich gar keine Lust jetzt aufzuhören. Was für ein wundersamer Ort. Wie komme ich dahin? Durch den Kobo-Abyss. Das muss das Wissen sein, das deine Meisterin aus deinem Speicher gelöscht hat. Tja, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Die Viecher sind so geil, die Javas.
als ich zuletzt hier war, stand noch nichts von alledem. Und der Himmel war voller Meteoriten. Oh, ich habe wohl sehr, sehr lange geschlafen, nicht wahr, Cal? Ja. Keine Sorge. Du bist nicht allein. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Sie tragen zwar nicht die korrekte Kleidung, aber... Jetzt bin ich sicher, dass sie ein Jedi sind. Na komm. Ich bin gleich da, Kerl. Warten Sie nicht auf mich. Okay, das heißt, jeder nette Mensch in der Galaxis ist ein Jedi. Was war das? Gut, wir sind wieder an der Oberfläche. Das heißt, wir hatten hier doch auch... Ah, dort ist der Meditationspunkt. Okay. Denn wenn ich jetzt auch nochmal wieder mit unserem guten alten Freund quatsche... Dann vergeht noch mehr Zeit, deswegen suchen wir mal eben schnell den Meditationspunkt auf. Wir speichern den ganzen Spaß hier ab und beim nächsten Mal quatschen wir mit Grease. Vielleicht schließt er sich uns an und dann machen wir uns auf, das Abenteuer zu lüften und natürlich auch auf das Team wieder zusammenzustellen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das auf jeden Fall machen werden und auch machen sollten.